Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder einiges aufgebraucht und dementsprechend mein relativ monatliches aufgebraucht und platt gemacht Video. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen eine kleine Review zu machen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das sind die Videos, die bei mir tatsächlich auch immer am längsten gehen, weil ich viel zu erzählen habe. Ich mache das Ganze immer wirklich von Kopf bis Fuß und dann noch so ein bisschen Haushalt. Ne? Ich habe hier unten Timestamps. Da könnt ihr weiterhüpfen, falls euch da gerade die entsprechende Kategorie nicht wirklich interessiert. Und ich starte dann natürlich mit den Haaren. Da habe ich zuallererst von Ecos, Natura Ecos, die Muru Muru Restoring Hair Mask leer gemacht. Das sieht jetzt auch nicht mehr so schön aus. Das war ein Produkt, was richtig geil nährend gerochen hat. Und es hat nicht nur so gerochen, sondern es war halt auch wirklich nährend. Ich mache mir dienstags und freitags immer eine Haarmaske. Da mache ich mir auch immer ein Gesichtspeeling. Ne? Und ja. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, das sieht man wahrscheinlich hier auch an der Oberfläche, ne? Läuft. Und ja, das hat einfach gut funktioniert, hat mir gut gefallen. Das Einzige, was ich ein bisschen schwierig in der Anwendung fand, war der Tegel an sich halt einfach. Aber die Maske, die hat, also da musste man fast schon aufpassen, dass man die Haare nicht zu sehr damit genährt hat. Aber die waren echt 1A damit. Ich habe hier einen gelben Sack. Noch ist er nicht so voll, dann ist es immer so laut, ne? Dann habe ich hier eine kleine Shampoo-Geschichte von Aveda. Die haben wir jetzt öfters auch in Adventskalendern drin und die hatten wir letztes Jahr auch ab und an mal drin. Aber es wird jetzt immer mehr. Ich weiß nicht, ob die Marke gerade so im Vormarsch ist. Finde ich ganz interessant. Cherry Almond Softening Shampoo. Und das war dieses hier. Das mochte ich auch ganz gerne leiden. Ich fand den Duft gar nicht so ultimativ geil, muss ich gestehen. Es hielt sich in Grenzen. Ja, es war halt sehr mandelig und dann mit einem Hauch Kirsche. Das war so, wobei das war so ein bisschen wie Amarena-Eis, ne? Das hätte mir dann wahrscheinlich im Sommer ein bisschen besser gefallen, weil da ist ja so die Zeit für so eine Eisform. Nö, aber ich fand das okay, ne? Es hat die Haare sauber gemacht, aber das hat jetzt nicht groß irgendwelche Thickening-Wirkungen vollbracht, weil dafür habe ich es wahrscheinlich auch einfach nicht lange genug angewendet. Dann habe ich hier von Revive ein Conditioner. Das Shampoo dazu habe ich aber noch nicht leer gemacht. Das, ja, war wie frisch vom Friseur tatsächlich. Vom Gefühl her, vom Duft her, war in Ordnung und hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ja, also bei den Haaren, glaube ich, war generell kein Flop dabei. Dann war ich ja auch diesen Monat, war ich in München bei der Firma Dalton und da habe ich mir dann ja, Shampoo und Spülung in klein mitgenommen und die dann hier zu Hause aufgebraucht. Das ist von Vella Professional, da ist noch ein Haar dran, herzlichen Glückwunsch. Fusion, einmal Shampoo und der Conditioner, hat mir ganz gut gefallen. Doch, also ich finde, die Haare waren da echt schön nachher von, ne? Das waren halt hier nur kleine Größen, aber trotzdem. Also die waren also dufttechnisch schon sehr, sehr, sehr nah am Friseurduft dran. Das hier habe ich hier zu Hause verwendet, fand ich okay. Also Garnier, wahre Schätze, Langhaarschatz mit Vanillemilch und Papaya, langes Haar, brüchige Spitzen. Ja, ne, war gut. Ja, hat mich aber echt nicht umgehauen, muss ich gestehen. Also das würde ich jetzt nicht aktiv so im Laden nachkaufen, weil ich jetzt sagen würde, wow, das hat mir richtig gut gefallen und das muss ich unbedingt wieder haben. Aber also die Applikation an sich hat mir gut gefallen, weil ich hier einfach, ne, und dann gebe ihm. Ist besser, als wenn du irgendwie einen Deckel abdrehen musst oder so. Ja, war okay. Aber ja, hat sich jetzt nicht groß irgendwie abgehoben. Dann habe ich so eine Leave-In-Geschichte gemacht von Revlon Equave. Das ist auch so ein typisches Produkt, ne, was man öfters irgendwo wegen der Größe in Boxen, in Adventskalendern drin hat. Instant Beauty, Instant Love, das hatte ich auch in München mit dabei. Und da sind nur 9 Milliliter drin, das ist ruckzuck vorbei. Aber das war tatsächlich auch mit dem Sprüher und das hat mir halt sehr gut gefallen. Jo, das hat aber auch meine Haare ganz gut gepflegt. Da kann ich mich eigentlich nicht beschweren, muss ich gestehen, ne? Genau. So, und das letzte Haarprodukt, was ich aufgebraucht habe, ist dieses hier von Mud Masky Hair Mask Scalp Treatment and Miracle Shampoo. Da muss man ein bisschen mit aufpassen bei der Anwendung. Man darf es nicht verwechseln mit einem generellen Shampoo, meiner Meinung nach. Denn für mich ist es eher eine Art mildes Kopfhautpeeling. Ich habe das dann dienstags und freitags halt auch aufgetragen. Dann habe ich mir erst so, ne, schulterabwärts mir die Haarkur oder Haarmaske halt eingemassiert und eingegeben. Und während das Ganze halt eingewirkt hat, habe ich mir dieses Ding zur Hand genommen, habe dann einige, eine große Menge eigentlich tatsächlich, in meine Handinnenflächen gegeben, das so verteilt und dann so über die Haare gestrichen. Und dann habe ich von YesStyle so ein Tool gehabt.
Ich weiß nicht, ob ich das noch in die Infobox verlinkt bekomme. So ein ähnliches hatten wir auch mal in der Goodiebox, ne? Und dann bin ich mit diesem Teil wirklich so, also so, ne, war ja nur eins für eine Hand, über die Kopfhaut gegangen und habe das so massiert und das war so geil. Und das in Kombination mit diesem Vieh war einfach hammermäßig. Meine Kopfhaut hat sich dadurch echt regeneriert und ich habe dadurch weniger diese schuppige Geschichte am Hinterkopf und so gehabt, ne? Ist nämlich, seitdem ich das nicht mehr mache, wiedergekommen. Ich glaube, das hing damit tatsächlich zusammen. Ich glaube, das hat meiner Kopfhaut wirklich gut gefallen. Ja, ne? Gutes Produkt meiner Meinung nach, aber ist meiner Meinung nach halt auch nicht zu ersetzen mit einem regulären Shampoo. So. Ja, als nächstes kommen wir zum Gesicht. Und ich trinke mir immer zwischen den jeweiligen Kategorien mal lieber einen Schluck, ne? Weil immer noch irgendwie halbwegs erkältet und so. Ja, genau, das ist irgendwie, weiß ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, mal beim Aldi gekauft und hier ist Eistee drin. Und da habe ich alles Mögliche drin. Ich habe da auch von Waterdrop gerne meine Dropskis drin und so. Und dann trage ich die im Prinzip die ganze Zeit mit mir durch die Gegend. Egal. Hier habe ich von Giacomo Cosmetics. Der hat ja diese Microfiber-Tools rausgebracht, die ich richtig geil finde. Darfst du nur nicht in der Waschmaschine mit Weichspüler waschen. Ja, dann sind diese Härchen, diese Fasern von diesen Mikrofaserschwämmchen dann so ein bisschen zusammengehängt, sage ich mal. Ne? Aber das ist nicht schlimm, dann kann man das einfach das nächste Mal nochmal in die Waschmaschine reinpacken, ohne Weichspüler und dann lösen die sich wieder und dann ist es wieder so flauschig. Muss man sich halt merken und in diesem Teil hast du auch zwei drin. Ne? Also das finde ich richtig geil, der hat jetzt auch aktuell noch die Warteliste offen und der Code BESTFRIEND10, der auch irgendwie immer mal wieder so auf der Website auftaucht bei ihm und auf dem Insta-Profil und so, der gilt auch immer noch. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Maxim, falls du das sehen solltest, geiles Produkt. Also ich glaube, ja, das ist wirklich eine Revolution, weil du kannst damit Foundation auftragen, du kannst damit Puder und alles mögliche auftragen, ne? Also pudrige Texturen, cremige Texturen, du kannst dich mit dem Teil abschminken. Ich muss noch ein bisschen lernen, das richtig in der Hand zu halten, weil er macht das immer irgendwie, weiß ich nicht, wie der das hinkriegt. Ich glaube nicht, dass er so viel größere oder kleinere Hände hat als ich, aber irgendwie hält er das immer ganz geschickt fest und das möchte ich auch können und ja. Der macht das, das sieht irgendwie bei ihm so professionell aus. Und wenn ich das mache, das sieht so aus, als würde ich mir einen Waschlappen ins Gesicht hauen. Aber geiles Produkt, definitiv. Entschuldigung, ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt. Jetzt kommen wir zu den Produkten von Beautymates. Da habe ich wieder zwei leer gemacht. Das ist einmal die Hyaluron Cream Boost. Das ist die softere Variante. Ich habe mir jetzt für den Herbst die Hyaluron Cream Lift bestellt, weil die etwas reichhaltiger ist. Was heißt etwas? Die ist deutlich reichhaltiger. Das hier ist einfach die klassische Creme, würde ich jetzt einfach mal so sagen, dazu, ne? Die habe ich als generelle Tagescreme verwendet und ja, da kann man dann den Booster nachher reinmischen. Du kannst es aber auch ohne Booster und in Kombination mit anderen Serien oder so verwenden. Die ist einfach für mich Richtung Sommer und Spätsommer und so, ne? Eine ganz geile Geschichte, weil die halt die Haut, also die macht diese kleinen Trockenheitsfältchen weg, die ich dann habe, aber die fettet nicht so nach. Also die macht diesen Lifting-Effekt, aber ohne halt so nachzufetten. Und das finde ich ziemlich geil, ne? Und sie glättet halt auch, aber halt nicht so mega intensiv. Deswegen habe ich jetzt auch die Hyaluron Cream Lift mir wieder bestellt. Das Gute, was dabei halt auch ist, ist, dass du hier diese 24-Stunden Feuchtigkeitspflege hast. Das heißt, du sollst wirklich lange ein Feuchtigkeitsdepot dabei haben. Ich habe eine richtig trockene und sensible Haut. Ich brauche jetzt Richtung Winter, Herbst einfach eine sehr, sehr reichhaltigere Pflege. Deswegen habe ich mir jetzt die andere Variante bestellt. Die hat einen lilanen Deckel, glaube ich, ne? Und jo, genau. Das ist halt auch ein Produkt, was dann etwas leichter unterwegs ist. Dementsprechend kannst du es dann auch super als Make-up-Grundlage verwenden. Und jo. Finde ich gut, ne? Ist wie auch alle Produkte von Beautymates, ohne Parabene, ohne Parfümstoffe, ohne Tierversuche, ist vegan, ist rampampam frei und das finde ich immer ziemlich klasse. Genau. Und ja, Claudis Welt ist mein Code. 20% bekommt ihr da auf jeden Fall immer. Ne? Ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran. Aber ich kann euch einfach die Produkte wirklich empfehlen, weil das einfach Sachen sind, die sehr hautverträglich sind. Deswegen zeige ich euch die auch immer und immer wieder, weil ich sie halt auch immer und immer wieder verwende und aufbrauche. Ne? Geiles Produkt, mag ich gerne live. Ach so,
falls ihr eure Haut kennt, könnt ihr in dem Produktberater euch so ein Set zusammenstellen. Das heißt, da kannst du dann auswählen, keine Ahnung, ich habe trockene Haut oder ich habe sensible Haut oder ich habe trockene und sensible Haut oder ich habe keine Ahnung Haut. Und was du dann halt wirklich da dann in diesem Fragebogen einträgst, orientiert sich an dem, was du über deine Haut weißt. Und am Ende bekommst du dann etwas vorgeschlagen, was für deine Haut dann sinnvoll wäre. Wenn du aber überhaupt keine Ahnung hast, was für eine Haut du hast, ob du, keine Ahnung, ob du wirklich trockene Haut hast oder ob du eine Mischhaut hast, ne? Das weiß man ja meistens einfach am Anfang nicht so wirklich. Da gibt es auch die Möglichkeit, diese künstliche Intelligenz Hautberatung zu machen. Das ist ziemlich witzig, denn du machst dann ein Selfie von dir, am besten dann aber nicht mit dieser, mein Handy ist gerade woanders zum Laden, okay, nicht mit dieser Kamera, wo du dein Handy, wo du dich quasi sehen kannst, mit der Frontkamera, weil die hat immer so einen automatischen Filter drin. Das heißt, du musst es dann umdrehen und dann halt, ne, so ein Foto mit der Frontkamera nennt sich das dann, glaube ich, ne, genau, machen, damit man auch wirklich deine ganzen Poren und so sehen kann. Und dann schlägt diese künstliche Intelligenz dir einfach so 2, 3 Produkte vor, die ganz sinnvoll wären. Und das finde ich ziemlich fancy, ne? Habe ich auch letztens mal gemacht. Und ja, ich fand's ulkig. Genau. So, jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich euch auch schon mal als mein Favorit vorgestellt habe, weil es auch einfach einer ist, der ist klasse. Ich bin Kaffee-Junkie von innen und von außen, tatsächlich, habe ich gemerkt. Denn dass Koffein für die Haut gut ist, finde ich neu für mich, muss ich gestehen. Also ich habe das öfters mal so in Augencremes gesehen, deswegen kannst du diesen Koffein-Wake-Up-Booster auch tatsächlich super in eine Augencreme mit reinmischen, ne? Wenn du einfach unter den Augen so ein bisschen wacher aussehen möchtest am Morgen oder so. Aber ich habe den einfach auch so fürs ganze Gesicht genommen, ne? Damit mein Gesicht einfach so belebter und erfrischter ist, dass irgendwie alles so, weiß ich nicht, wacher aussieht. Und das fand ich klasse. Du hast hier verschiedenste Geschichten drin. Einmal hast du natürlich, wie es ja auch dick und fett draufsteht, diese Koffeingeschichte drin. Kupferkomplex ist auch eine ganz interessante Geschichte. Und dieser Mineralienkomplex, der da auch mit drin ist, ist auch wohl ganz besonders. Der soll die Haut auch nochmal ganz speziell erneuern. Und das finde ich ganz nice. Und hier habe ich echt gemerkt, dass er mir gut tut. Ne? Deswegen, du hast hier unten Glas und die Pipette ist auch aus Glas, die hier drin ist. Die hier, ne? Das heißt, das ist für mich dann auch Glasmüll bzw. Restmüll. Das muss ich dann entsprechend aufteilen und stelle das deswegen zur Seite. Genau. So, genau, Claudis Welt gibt 20%. Ich bin ein bisschen verpeilt, es tut mir leid, weil mein Kopf so ein bisschen zusitzt, ne? Aber ich sitze hier trotzdem und drehe für euch ein Video und das mache ich sehr gerne. Genau, weil ich muss meinen Müll auch endlich mal loswerden. Ja. Genau, also schaut da auf jeden Fall auf der Homepage mal vorbei. Entschuldigung, Paddeligkeit ist am Start, moin. Okay, ich habe hier ein Rosengesichtswasser aufgebraucht von Nivea. Das ist für alle Hauttypen geeignet und ich finde es gut. Ich verwende das vor allem morgens, weil ich habe mir abgewöhnt, morgens mein Gesicht regulär mit Wasser zu waschen und mit einem Reiniger, sondern ich mache mir einfach dieses Rosenwasser, entweder dieses hier oder halt ein anderes, was ich jetzt aktuell ja in Anwendung habe, ne, auf ein wiederverwendbares Wattebett und gehe damit über meine Haut anstelle von mit Wasser und so, weil Wasser ist für meine sehr sensible Haut halt manchmal einfach zu hart. Und ihr habt es selber letztens gemerkt, als ich da auch mein Dalton-Favoriten-Video hochgeladen habe. Oder war das irgendein Video habe ich hochgeladen. Da habe ich euch das nämlich, ein Unboxing oder so von der Box, ich weiß es nicht. Da habe ich euch nämlich auch gesagt, hey, ich bin jetzt auch mal ohne Base unterwegs und so. Meine Haut ist einfach viel besser geworden in letzter Zeit, dadurch, dass ich meine Pflegeroutine einfach ein Stück weit umgestellt habe, ne? So, und da gehört halt dieser Schritt jetzt auch zu, heißt morgens nicht mit Wasser durchs Gesicht waschen, sondern mit Rosenwasser, ne? Ist total super. Also mir tut es richtig, richtig gut und ich kann das voll empfehlen. Also auch dieses Rosenwasser von Nivea jetzt, das hat mir gut gefallen. Wo wir schon mal bei Dalton sind, auch von Dalton habe ich natürlich ein paar Produkte aufgebraucht. Zum einen Sonnenschutz, ne? Muss man ja immer wieder auftragen. Ich trage hier jetzt auch unter meinem ganzen, was auch immer ich da im Gesicht trage, mein Make-up, natürlich meine Gesichtspflege und über die letztendliche Gesichtscreme gebe ich mir dann nochmal Lichtschutzfaktor. Den mag ich, von Dalton. Das ist der, ich glaube, weiß ich nicht, der günstigste fürs Gesicht, was die auch haben. Das ist mit Lichtschutzfaktor 50+, was bei meiner sehr, sehr hellen Haut halt sehr sinnvoll ist. Ja, ich bin jetzt gar nicht so super häufig draußen, aber ich gehe mindestens einmal am Tag mit Sammy draußen spazieren. Also da kommt dann auf jeden Fall Sonne in mein Gesicht. Und wenn ich dann ja auch so generell mal immer mal wieder, einmal in der Stunde oder alle 1,5 oder 2 Stunden, ihr wisst Bescheid, nach draußen gehe, dann bin ich ja trotzdem so, dass die Sonne auf mein Gesicht kommt und da vorzeitige Hautalterung einfach doof ist, verwende ich sowas. Genau. Dann habe ich,
die hier auch noch aufgebraucht. Die hatte ich in meiner Bag drin, als ich für Dalton ja auch nach München gereist bin. Und das habe ich als Serum verwendet quasi. Also das ist die, das ist ja auch ein Serum, genau. Extreme Lift Marine Filler Serum. Das ist sehr witzig gewesen. War letztes Jahr, glaube ich, im Adventskalender. Weil das so silikonig auf der Haut war. Wisst ihr, was ich meine? Also es hat dann auch wirklich so ausgesehen, als wäre da so ein Photoshop über mein Gesicht gebügelt und hätte sich gedacht, ja, wir nehmen jetzt alle Falten mit und alle Poren und die lassen wir mal kurz verschwinden. Sehr, sehr interessant und also hat merkwürdig gerochen, ne? Weil sonst haben die ja auch nicht wirklich was mit Parfümstoffen und so was dabei. Also der Duft, der normalerweise bei den Produkten ist, gefällt mir eigentlich richtig gut. Aber hier war das echt so, mochte ich jetzt nicht so ultra gerne vom Duft her. Das war ein bisschen wie Hallenbad. Kann man das so sagen? Noch was von Dalton, komm, ich mache das jetzt hier so ein bisschen nach Marken, ne? Weil ich habe hier, schade, da habe ich dann aber auch eben was von Beauty Mates vergessen. Das lege ich gleich nach. Ja, da habe ich gleich was ganz Interessantes für euch. Und zwar habe ich eine Augencreme von Dalton leer gemacht. Die hatten wir mal in der Box mit dabei gehabt. In irgendeiner Glossy Box Limited Edition Muttertag oder so war das. Die Blue Essentials All Eyes on You Brightening Eye Cream. Die hat so einen leichten Schimmereffekt oder Tönungseffekt gehabt. Das war ganz witzig. Wenn ich mir die halt, die habe ich morgens verwendet, ne? Wenn ich mir die morgens so drunter gemacht habe, die war sehr leicht von der Konsistenz her. Aber die war irgendwie, hatte eine leichte Färbung mit dabei. Sehr, sehr interessant. Aber jetzt nicht so, dass man das sehen würde, ne? Hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Mir persönlich war sie ein Müh zu wenig reichhaltig. Jo. Dalton-Produkte? Habe ich noch eins. Also jedenfalls bekommt man das bei Dalton. Das ist kein Dalton-spezifisches Produkt. Das ist die Soul Vitalizing Cream. Das ist tatsächlich eine Creme, die sehr, sehr leicht ist, aber die Haut auch vitalisiert. Ich weiß nicht genau, wie die das hinkriegt, aber die macht, dass das Hautbild auf jeden Fall erfrischt aussieht. Und die hatte ich dann ja auch mit in München, weil da, ich habe einfach kleine Verpackungen mitgenommen. Macht ja auch Sinn, ne? Ich habe auf Make-up verzichtet. Ich habe nur Mascara mitgenommen. Ich glaube, einen Eyeliner hatte ich nicht. Doch, ich hatte einen Kajal mit, genau. Einen braunen Kajal hatte ich noch mit. Und ich hatte sonst kein Make-up mit, aber dafür halt so ein paar Pflegegeschichten, weil Pflege muss sein. Ja, und das war die Soul Vitalizing Cream. Die war sehr leicht. Auch die war null krümelig oder sonst irgendwas, ne? Die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das Tickelchen war einfach unheimlich hübsch und niedlich, ne? So, jetzt komme ich mal kurz zwischenzeitlich zu dem Produkt, was ich euch eigentlich von Beauty Mates noch zeigen wollte. Und zwar bringen die demnächst, stay tuned, ein neues Produkt raus. Und ja, das ist hammermäßig, denn das ist der Retinol Booster. Ja, der hat für eine Woche gereicht. Das ist jetzt nur so eine kleine Fiole nur, ne? Oh, ja, da durfte ich das Produkt einmal testen. Hat mir voll gut gefallen. Ja, im Juli wurde mir das tatsächlich schon geschickt, ja. Und ich habe das dann, als meine Haut besser war, ich hatte ja zwischenzeitlich so eine furchtbare Haut, letztens erst verwendet, so im September war das, glaube ich, ne? Da hatten wir den Produkttest. Das fand ich so gut. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Retinol hier drin ist. Ich weiß nicht, was genau für Inhaltsstoffe hier mit dabei sind und so, ne? Aber der hat mir so gut gefallen, dass ich auch direkt der Mona Lisa geschrieben habe, Mensch, ich freue mich hammermäßig, wenn ihr den irgendwann richtig rausbringt, weil dann brauche ich den, weil der war toll, ne? Retinol ist ja eigentlich auch dafür da, so ein bisschen die Falten zu glätten und so ein bisschen verjüngend zu sein, das Hautbild auszugleichen. Und wenn man so Pigmentflecken hat, dass die ausgeglichen werden, ne? Dass die aufgehellt werden und so. Und Retinol sollte man vor allem abends verwenden oder im Winter, wenn man nicht so diese hohe Sonneneinstrahlung hat. Und wenn man Retinol verwendet, sollte man immer einen hohen Lichtschutzfaktor dann über Tag verwenden, weil ansonsten dann dieser Effekt von der Sonneneinstrahlung zusammen mit Retinol kontraproduktiv sein kann. Genau, deswegen. Aber das ist so ein kleines, ne, Sneak Peek. Ich freue mich voll drauf, wenn ihr das in Serie rausbringt. Ich sag euch das. Okay, dann habe ich hier noch einen Toner. Den habe ich erst heute Morgen leer gemacht von Erno Laszlo. Genau, weil ein Toner ist ja kein Gesichtswasser. Einen Toner verwendest du, nachdem du Gesichtswasser verwendet hast. Und Gesichtswasser verwendest du alternativ zum Gesichtwaschen zum Beispiel. Und der ist halt ein bisschen dickflüssiger gewesen, auch das so ein Dalton-Event-Produkt, ne? halt, ja, wie gesagt, etwas dickflüssiger. Und den habe ich mir dann immer hier so in meine Handinnenfläche gegeben. Und dann bin ich immer mit dem Finger so rein und habe das dann so über mein Gesicht gebatscht und das dann so einmassiert, weil das halt etwas, ne, ein bisschen dicker ist halt. Und ein Toner ist dafür da, um den pH-Wert auszugleichen, um dem Gesicht zu sagen, hey, Achtung, bald fängt die Pflege an und so, chill dich, alles ist gut. Und ja, den mochte ich tatsächlich richtig, richtig gerne. Mein Gesicht
Also ich mochte das auch sehr, sehr gerne, aber Erno Laszlo ist natürlich High-End in der Pflegegeschichte. Apropos High-End in der Pflegegeschichte, da hatten wir in der Beauty.at-Box so ein Vieh drin. Ich glaube, dass dieses Typchen teuer allein schon ist, ne? Radical Advanced Peptid Serum, also krasses Vieh auf jeden Fall. Und ja, Tag und Nacht anwenden. Ich habe das, glaube ich, nur morgens oder nur abends. Nee, nur morgens habe ich das angewendet, genau. Oder abends? Nee. Ich habe das morgens angewendet, nachdem meine Beauty-Mates-Geschichten nämlich leer waren. Genau, weil da habe ich dann wieder regulär Serum und eine andere Creme und so verwendet. Genau. Das hat mir aber auch ganz gut gefallen. Ich habe jetzt aber nicht so den Ultra-Effekt gemerkt, dass ich sagen würde, oh mein Gott, meine Haut hat sich so dermaßen verändert, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, wohin mit mir. Ich muss mir das unbedingt nachkaufen. Nee, also war gut, ne? Hat mir gut gefallen, aber hat mein Leben jetzt nicht verändert oder so. Dann habe ich hier ein Serum, und zwar das Hydro Lift von M. Asam. Das habe ich abends verwendet. Instant Effect Beauty Treatment. Ja, war halt Hyaluronsäure, war, also mit Hyaluronsäure, war dafür da, um die Haut zu durchfeuchten, um so ein bisschen Fältchen auszugleichen und so. War in der Pipette, was mir gut gefallen hat. Würde ich mir das in groß nachkaufen? Vielleicht, weil eigentlich hat mir das ganz gut gefallen. Ich habe das in Kombination mit dem Retinol halt auch verwendet und ich habe das auch in Kombination verwendet mit dem Retinol von M. Asam, denn die haben auch noch Retinol bei sich selber mit im Sortiment und das war eine schöne Kombi, muss ich wirklich sagen. Da hat mein Gesicht nachher schön mit gestrahlt, ne? Ja, und irgendwie scheine ich diesen Monat sehr auf diese Pipettenfläschchen abgefahren zu sein, denn hier habe ich noch ein Serum, das wollte ich erst fürs Gesicht verwenden, habe ich dann aber nachher für eine Stufe drunter verwendet, nämlich für meine Hoopies von Aurelia London, das Resurfacing Serum. Nein, es hat mir kein neues Gesicht gemacht, es hat in meinem Gesicht nicht wirklich einen großen Effekt gehabt und deswegen habe ich es halt für meine Brüste und mein Dekolleté und meinen Hals verwendet, denn ich mache mir auch immer wirklich ein anderes, also unter meiner generellen Bodycare mache ich auch noch eine Hoopie-Pflege, wo ich auch noch Hals und Dekolleté halt mit eincreme. Dann auf meine Oberschenkel mache ich mittlerweile komplett noch was anderes drauf. Also für die Oberschenkelinnenseiten wegen meiner Schwangerschaftsstreifen ohne Schwangerschaft, ne? Und halt für außen für die anfänglichen Dellen, die nun mal da sind. Und an meine Mumu mache ich auch noch ein separates Öl oder sowas drauf, um das Ganze zu beruhigen. Und darüber, upsala, wenn das Ganze ein bisschen eingezogen ist, kommt dann tatsächlich noch ein Bodycream-Gedöns. Ja, es ist bei mir immer sehr ausgedehnt. Auf jeden Fall habe ich dieses, glaube ich, gar nicht so günstige Serum letztendlich für meine Brüste verwendet. Ja, hübsch. Das habe ich tatsächlich auch wieder aus meiner Dalton-Reise mitgebracht. Das ist ein Cleanser. 1-2-3, das ist eine Marke, die gibt es bei Douglas. Und das ist einfach ein Cleanser, also ein Gel. Und ja, das war okay. Das hat mich auch nicht vom Hocker gehauen. Es war relativ mild. Und ich würde es jetzt nicht zum Make-up verwenden, zum Make-up entfernen verwenden, sondern tatsächlich im Nachgang, also Double Cleansing damit betreiben, ne? So, dann habe ich hier auch noch eine Augencreme, die ich leer gemacht habe von Glam Glow, die Bright Eyes. Die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die habe ich teilweise sowohl morgens als auch abends verwendet, aber auch vor allem, ich glaube vor allem morgens oder abends? Nee, abends, weil die etwas fester war und reichhaltiger, ne? Die war sehr cremig und genau, deswegen konnte ich die abends ganz gut verwenden und die von Dalton habe ich dann morgens verwendet, so. Und die hat mir auch ganz gut gefallen. Die hatte ich mal irgendwann entweder als Goodie mit dabei, als ich bei Beauty Bay bestellt habe, oder ich habe das bestellt, um irgendwelche Goodies zu bekommen. Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber, jo, war eine unverhofft kommt oft Geschichte, ne? Denn die hat nicht gebrannt, die hat gepflegt, die hat mir gut getan, die hat mir gut gefallen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Gesichtspflegeprodukt in dem Sinne. Denn ich hatte ja, das habt ihr ja wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn ihr ein bisschen länger auf meinem Kanal seid, ich habe meinen Job ja gekündigt und in dieser ganzen Kündigungsphase und wo es mir halt einfach mental nicht so ultra gut ging, hat meine Haut gesagt, ja moin, ich bin dein größtes Organ und ich raste jetzt einfach mal volle Lotte aus. Und dann hatte ich hier am Hals so einen Mega-Ausschlag, am Mund und alles war furchtbar. Also ich habe mich echt schlimm gefühlt und es war sehr, sehr unangenehm. Und da hat auch viel nicht geholfen. Also ich habe versucht, einiges zu machen und deswegen auch einige Serien ausprobiert, die nachher dann auf anderen Körperstellen gelandet sind. Aber was mir halt letztendlich geholfen hat, war dieses Produkt von Sebamed. Ich sah damit zwar aus wie eine glänzende Speckschwarte und mein Freund hat es auch gesagt, dass es nicht schön aussieht, aber ich habe gesagt, ja, aber ich muss mir nicht mehr meine Haut vom Körper reißen. Meine Haut tut nicht mehr weh, meine Haut brennt und juckt nicht mehr, wenn ich dieses Produkt verwende.
Beziehungsweise, wenn ich mich dazu durchgerungen habe, dieses Produkt auf meiner Haut aufzutragen und es auch auf meiner Haut zu lassen. Weil anfangs, die erste Minute, würde ich mal so sagen, gerade in der Anfangsphase von dieser ganzen Explosionsgeschichte, hat es gebrannt wie Feuer. Oh mein Gott, ich hätte weglaufen können, ne? Aber es hat letztendlich einen guten Dienst erwiesen. Ich habe mir das mehrfach täglich aufgetragen und es hat immer wieder ordentlich Feuchtigkeitspflege gegeben. Übrigens, das Produkt, über das ich rede, ist Sebamed, trockene Haut, hautberuhigende Gesichtscreme mit Omega-12%. Und ja, wirklich, also das, falls ihr wirklich irgendwelche Ausbrüche habt in eurem Gesicht, was unangenehm ist, ne? Also wirklich, wirklich unangenehm. Da kann ich euch sowas empfehlen und einfach durchhalten. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Mir hat es sehr geholfen. Vielen Dank an dieser Stelle an Marion, die mir mal irgendwann dieses Produkt in ein Trash-Paket gepackt hat. Denn ja, hat mir echt krass geholfen. Ja, mega. Jetzt habe ich noch ein paar Masken, aber auch nicht so viele und Ampullen. Denn aufgrund meiner etwas prekären Hautsituation habe ich gar nicht so viel gemacht. Ich habe einmal die, meine Lieblingsmaske gemacht, weil es einfach sein muss. Das ist die Hydro-Lift-Maske von Dalton. Ich liebe sie. Die ist total klasse. Die macht so eine richtige Tiefenfeuchtigkeit. Die gibt langfristig einen schönen Effekt auf der Haut. Und immer wenn ich einen Code habe, Leute, ich kann es euch immer wieder nur ans Herz legen, die auszuprobieren. Jetzt aktuell habe ich keinen. Ich hatte letztens einen erst. Aber Hammer. Wirklich Hammer. Geil. Muss man mal ausprobiert haben, dann weiß man, wovon ich rede. Das ist so eine, habe ich euch auch in meinen Dalton-Favoriten erzählt, auch in meinen Favoriten allgemein. Das ist halt so eine komisch witzige Geschichte, wie so ein Gummi irgendwas, was sich so richtig an die Haut ansaugt und das bleibt da. Du kannst damit Bergsteigen gehen, gefühlt. Also ich kann damit mein Haus sauber machen und alles, ne? Rutscht dir nicht vom Gesicht, nicht ein Millimeter. Und in dieser Zeit, wo sich das halt so schön festsaugt, das ist echt wie so ein Saugnapf, gibt es der Haut halt richtig krass geile Feuchtigkeit. Also ich mag die so gerne. Egal. Hier habe ich noch eine weitere Maske von Dalton leer gemacht. Gut, da habe ich jetzt mehrere Anwendungen drin gehabt. Das ist diese Magical Effect Beauty Maske. Das ist ein Pöttchen mit 50 Milliliter. Ne? Da kriegst du ja ordentlich viele Anwendungen raus. Hier muss man sich so ein bisschen, gerade wenn man sensible Haut hat, ein bisschen überwinden manchmal. Weil manchmal blitzelt die ein bisschen. Das heißt, du merkst richtig, wie diese Maske auf deinem Gesicht arbeitet. Also ich stelle mir das immer so vor, wie so kleine Männchen, die dann aus der Maske rauskommen und dann sich auf mein Gesicht stellen und anfangen, darauf rumzuhämmern, um irgendwelche Falten wieder glatt zu bügeln, mit einem Bügeleisen drüber gehen oder irgendwelche, ne, alles wieder anzugleichen. Oder irgendwelche Maler, die dann quasi mein Gesicht wieder gleich machen, das quasi Unebenheiten, Rötung. Egal, ich rede total Nonsens, Leute. Aber es gehört zum Sinn. Oh mein Gott, ich schneide das nicht raus. Ich lasse das drin. Ihr müsst auch mal ein bisschen Wahnsinn von mir mitkriegen, okay? Auf jeden Fall eine geile Maske. So, und ich finde die total super. Ich habe bei vielen schon gehört, dass die halt dieses Brennen oder dieses Prickeln nicht so gerne gemocht haben und dass sie die dann vorzeitig runtergenommen haben. Haltet ruhig, Leute, denn es ist wirklich ein geiles Zeug, ne? Die ist wirklich, die macht was. Die macht wirklich was. So, jetzt habe ich hier gleich noch ein paar Ampullen, aber meine Zeit läuft hier gerade ab. Denn ich kann ja immer nur eine halbe Stunde hier aufnehmen und dann sagt die Kamera, ciao Kakao. So, ich hatte letzten Monat euch schon die Ampullen von How Cosmetics gezeigt. Das sind die, falsche Seite? Gels Secret Mimic Lift 7-Day Cure. Genau, also ich hatte nämlich im letzten Monat 4 davon aufgebraucht und hier sind noch die letzten 3. Die haben mir auch ganz gut gefallen, ne? Ich habe das ja 7 Tage lang verwendet. Also Trockenheitsfältchen haben die auf jeden Fall aufgepolstert und man würde meinen, ich hätte keine Trockenheitsfältchen mehr, wenn ich so viele Produkte verwende. Aber ich habe halt echt trockene Haut und deswegen habe ich ständig sowas. Ja, hat halt für den Moment einen schönen Effekt gegeben. Ich finde jetzt nicht, dass es langfristig so war, aber ich finde schon, also für diese 7-Tage-Kur, wo ich das halt jeden Abend verwendet habe, sah mein Gesicht schon gut aus. Also kann man nicht anders sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die bekommen die bei Purish. Also bei Purish könnt ihr generell mit Claudis Welt 15% Rabatt bekommen, ne? Ist auch ein Affiliate-Rabattcode. Und dann habe ich jetzt noch das letzte Dalton Ampüllchen. Okay, wenn man einen Satz anfängt und ich weiß, wie man ihn beenden möchte. Das ist meine Lieblingsampulle, die Caviar Deluxe mit Cellumer Intense Geschichten gedönsen. Das ist eine sehr dickflüssige Geschichte, also da muss man immer ziemlich raushauen, also ne, da
knalle ich dann richtig die Ampulle. Ich shake die richtig hart, bis dann halt das, da ist ein Haar dran, bis das ganze Produkt dann auf meiner Handinnenfläche ist und dann gebe ich mir auch die ganze Ampulle auf Gesicht, Hals und Dekolleté und das macht so einen schönen Effekt und das ist sehr, 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 sehr geile Pflege. Ich glaube, dass ja, da wirklich Kaviar drin enthalten ist, ne? Und dieses Kaviar-Gedöns pflegt die Haut hardcore und lässt alles toll aussehen. Das mag ich. Deswegen wird die ab und an mal verwendet. Ich mag sie einfach so. Und jetzt kommen wir zu ein bisschen dekorativer Kosmetik. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir das mal machen können. So, tatsächlich ist relativ viel dekorative Kosmetik leer gegangen, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Zum einen habe ich hier die Catrice Glam & Doll Lash Colorist Mascara. Semi-permanent, kann man nicht mehr so gut lesen. Das ist halt eine Mascara, die dir die Wimpern einfärbt. Und die habe ich als Base-Mascara verwendet. Das heißt, bevor ich meine Wimpern mit anderen Mascaren getuscht habe, habe ich mir die erst unten drunter gegeben und die hatten ja nicht wirklich Gummibürstchen, doch, das ist ein Gummibürstchen, ne? Schaut so aus, ist aber so abgeflacht, also sehr, sehr interessant und die greift die Wimpern halt auch schön und gibt schon mal einen schönen Vorschwung und trennt die auch und dann kannst du schön mit einer Faserbürstchen-Mascara zum Beispiel dann hinterhergehen und die färbt halt auch wirklich semi-permanent die Wimpern ein, was ich sehr schön finde. Noch was für die Wimpern habe ich verwendet und zwar ist das, nee Quatsch, das ist ein Grande Brow, nicht Grande Lash. Na gut, dann zeige ich euch das halt, das Grande Brow halt, genau. Und zwar ist das, um Augenbrauenhärchen wieder sprießen zu lassen, beziehungsweise die Wachstumsphasen deiner Augenbrauen zu verlängern. Ich hatte, als ich mit YouTube angefangen habe, hier wirklich nur so zwei Striche und mittlerweile habe ich etwas, was ich wirklich Augenbrauen nennen darf, finde ich. Ähnlich verhält es sich auch bei meinen Wimpern. Die habe ich, als ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich meine kleinen Schweinsäuglein-Wimpern. Habe ich auch immer tatsächlich so genannt, denn es war wirklich so, dass es einfach nicht so fein aussah und die Mascaren halt auch nicht so wirken konnten. Und seitdem ich das Grande Brow und das Grande Lash verwende, das hier ist jetzt für die Augenbrauen gewesen, ne? Sprießt es wie sonst was. Es sind keine günstigen Produkte, aber ich kaufe mir die halt immer wieder jetzt auch von meinem eigenen Geld tatsächlich nach. Auch wenn ich mit Purish eine Kooperation habe, ne? Aber trotzdem, weil ich das Produkt oder die beiden Produkte halt so geil finde und so empfehlenswert finde, kaufe ich die halt auch von meinem eigenen Geld. Und ich glaube, das zeigt, dass ich davon überzeugt bin, ne? Wenn ich mal irgendwann mit dem Gedanken spielen sollte, schwanger zu werden zum Beispiel, dann werde ich ein anderes verwenden müssen, weil hier sind Hormone drin. Das muss man auch bedenken, das ist sehr wichtig von der Info her, ne? Aber ja, solange man nicht gerade schwanger werden möchte oder nicht auf diese Hormongeschichte achtet, kann man sich hart gönnen, denn es funktioniert einfach. So. Achso, nee, kommt auf meinen Haufen für aufgebrauchte dekorative Kosmetik. Ich habe ein Nagelöl halbwegs leer gemacht. Da ist wohl noch ein Pröppchen unten drin. Das ist von Essie 1. Ich glaube, das war so ein Aprikosenöl und war letztes Jahr im Adventskalender drin. Habe ich auf meine Fußnägel gegeben. Jeden Abend mache ich das, ne? Dann, weil ich habe halt runde Nägel und nicht, dass die so einwachsen und so. Und dann, ja, habe ich das halt aufgetragen. Jo, hat geholfen, war gut. Pflegt die Nägel, pflegt die Nagelhaut und so, ne? Dass das Ganze nicht so, hört sich jetzt kurz die Ohren zu halten, wer sowas nicht hören kann, ne? Der Grund, weswegen Nägel einwachsen, ist ja nicht nur, dass die Nägel rund sind und dann auch vielleicht mal einer so zur Seite wachsen kann, sondern es ist auch deswegen, weil die Nagelhaut halt zu verhornt ist, zum Beispiel manchmal, ne? Wenn man da halt nicht ordentlich pflegt, so. Und das, die dann verhornt ist und du dann quasi so einen Nebenläufer hast, dann schiebt dieser Nebenläufer dieses Verhornte nämlich auch immer wieder weiter nach oben. Das tut irgendwann echt weh. Deswegen ist es immer gut, wenn man zur Fußpflege geht, wenn man Fußbäder macht, wenn man Fußcremes verwendet, wenn man Nagelöle verwendet, um seine Haut mal so ein bisschen elastischer zu machen, weicher zu machen, dass da halt keine Verhornungen entstehen. Hört sich total böse an, aber es ist so, ne? So, okay. Kommen wir wieder zu etwas leckereren Themen. Und zwar habe ich hier von Charlotte Tilbury einen Primer leer gemacht. Und zwar den Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Glow Primer. Den hatte ich hier auf meinem Schminktisch stehen. Den habe ich jeden Tag verwendet. Ich konnte den nicht solo verwenden, weil dafür war der mir einfach zu trocken. Ich musste darunter immer einen anderen Primer geben. Sei es, dass ich halt zum Beispiel von Beauty Mates die Creme einfach aufgetragen habe und dann den hier drüber gegeben habe für den Extra Glow. Oder dass ich halt einen feuchtigkeitsspendenden Primer drunter gegeben habe. Ja, aber den fand ich gut, sonst hätte ich ihn noch nicht leer gemacht.
Ebenfalls von Charlotte Tilbury habe ich den Magic Away Liquid Concealer leer gemacht. Habe ich hier in der Farbe 2. Und ja, das ist halt einer, den musst du auch dann direkt aufbrauchen. Ne? Denn der ist somit, ich kriege den jetzt auch nicht mehr auf. Ich habe den irgendwann mal zugemacht. Seitdem kriege ich den nicht mehr auf. Man sieht hier schon, warte, Zahnabdrücke drauf. Weil ich dann zum Ende hin versucht habe, ernsthaft den mein Zahn zu öffnen. Ja, egal, bis er halt irgendwann leer war. Auf jeden Fall, das Schmodderschwämmchen hier oben, das wollt ihr auch gar nicht sehen. Das ist halt ein Schwämmchen-Applikator oben dran, der halt echt zugesifft ist. Und deswegen geht das wahrscheinlich auch nicht mehr auf, weil das ganze Produkt jetzt auch im Deckel ist. Egal, auf jeden Fall guter Concealer, für mich ein Müh zu dunkel, aber hält sich gut unter den Augen, kriegt nicht in die Fältchen. Ich mochte den an und für sich ganz gerne. Würde ich ihn mir nachkaufen? Eher weniger. Nee, würde ich nicht. Dann habe ich hier von Alverde etwas aufgebraucht, und zwar ein Highlighter. Das ist so ein Pöttchen-Highlighter, ne? 5 ml waren einfach von diesem Highlighter hier drin. Mittlerweile haben die den auch aus dem Sortiment genommen, habe ich, glaube ich, letztens mal gesehen, ne? Und das war halt hier voll. Und dann bin ich immer mit meinem Pinsel, mit dem ich auch meine Lidschattenbase auftrage, hier reingegangen und habe mir das dann hier so aufgetupft, nachdem ich meine Foundation und mein Creme Blush aufgetragen habe, und habe danach auch abgepudert. Ich habe mir aber nachher noch einen Puder-Highlighter drüber gegeben. Aber wenn du Creme-Produkte verwendest unter deinen regulären Puderprodukten, erhöhst du die Haltbarkeit von diesen Gedönsen generell. Ich habe zum Beispiel heute auch Creme-Blush und Creme-Highlighter, genauso wie Puder-Blush und Puder-Highlighter drauf. Und ich bin jetzt, heute ist 19.46 Uhr, nein, es ist 19.46 Uhr und ich habe mich um 2 Uhr, also um 14 Uhr geschminkt. Trotzdem sieht es noch alles relativ fresh aus, abgesehen vom Naseputzen jetzt zum Beispiel, ne? Aber ja, ne? Ich kann sowas empfehlen, das einfach zu schichten, dieses Layering zu machen. Dann ist eine Augenbrauengeschichte leer gegangen. Das ist ein Augenbrauengel von Luna by Luna. Hatten wir, glaube ich, auch mal in der Glossybox drin, ne? Ja, das war okay. Hat jetzt aber nicht so einen krassen Halt gegeben wie jetzt der 24 Hours Brow Setter von Benefit. Das ist ja nach wie vor der heilige Gral für mich im Augenbrauenbereich. Ebenfalls ein sehr gutes Augenbrauenprodukt ist dieses hier, und zwar von Got2be It's Fine Brow. Er hatte ich in der Farbe Light Ash Brown. Da hast du hier auf der einen Seite eine feine Mine und auf der anderen Seite ein Spoolie. Problem hierbei ist, der braucht sich so dermaßen schnell auf. Alto Belli. Also das fand ich echt krass, muss ich sagen, ne? Ja, also da kommt auch nichts mehr raus. Also das fand ich hardcore, wie schnell das funktioniert hat, dass der leer war. Aber gut, ja, jetzt ist halt leer, ne? Dann habe ich auch noch einen Eyeliner aufgebraucht, und zwar von Clinique ist das einer. Der Pretty Easy Liquid Eyelighting Pen. Eyelighting? Genau, der Eyelighting Pen. Oh, Claudia. Oh mein Gott. Ja, das ist so ein Filz-Eyeliner. Nein, Quatsch, nicht Filz-Eyeliner, so ein, Pinselchen-Eyeliner, genau. Aber der malt nicht mehr. Und da muss ich sagen, aber ich glaube, der war auch schon ein bisschen zu lange offen, ne? Das liegt auch daran, dass ich einfach in letzter Zeit so krasse Looks halt, so wie jetzt, mit sehr viel Glitzer schminke, ne? Ich glaube, das machen die Eyeliner halt nicht mehr so schnell mit, nicht mehr so gut mit. So, dann habe ich noch letztens, als ich meine Tasche für München gepackt habe, für Dalton, und durch meine Taschen gestöbert bin, habe ich dieses Produkt in einer Tasche gefunden. Und Leute, wisst ihr, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal verreist bin und die Tasche verwendet habe? Lange. Und seitdem lag er da drin. Eucerin Lip Active mit Lichtschutzfaktor 15 ohne Duftstoffe. Ne? Der lag da drin. Den will ich nicht mehr verwenden, der stinkt. Aber der ist auch schon fast leer. Guck mal, wenn ich ihn jetzt hochdrehen will, geht er nicht weiter als so. Und das ist ja schon fast. Also das kann man nicht anders sagen. Der ist ja quasi aufgebraucht. Und warum lag der in meiner Tasche? Ich weiß es nicht. Aber er ist nun auf jeden Fall in meiner Aufgebrauchkiste. Jahre später. Dann habe ich meine Pinsel und Schwämme natürlich gewaschen. Wow, wird das Video lang. Okay. Da habe ich von Danny in dem Paket etwas drin gehabt, was der liebe Maxim auch noch mit beigesteuert hat. Unter anderem diese Beauty Blender Solid Lavender. Ja. Seife halt, ne? Die war gut. Die hat meine Pinsel gut gewaschen, hat sie auch gleichzeitig gepflegt, da war jetzt nichts dran auszusetzen. Dann habe ich, komm, noch eine Lippenpflege, ne? Die hatte ich am Bett liegen, genau. Clarin Hydra Essential Moisture Replenishing Lip Balm, genau. Das war nur so eine kleine Geschichte, war letztes Jahr im Adventskalender drin, ne? Die war sehr, sehr silikonig und sehr fest.
Da musste ich schon wirklich immer arbeiten, um das Produkt auf den Lippen zu verteilen. Würde ich mir nicht nachkaufen. Und dann habe ich hier noch zwei Seifen, die ich ebenfalls zum Pinselwaschen verwendet habe, leer gemacht. Einmal die Perfume Soap, irgendwas war in der Elektra-Box drin. Und die Bamboo Soap, irgendwas war auch in der Elektra-Box drin. Ich glaube, die Elektra-Box gibt es nicht mehr. Ich meine, da irgendwas gelesen zu haben, das ist ein bisschen weird. Aber die haben wohl das Geld auch allen soweit zurücküberwiesen oder wollen das machen, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall keine Kooperation mehr mit denen. Nur mal so by the way, falls euch das interessiert. So, die dekorative Kosmetik bleibt, wo sie ist, denn sie wird demnächst inkludiert, wenn ich am Ende des Jahres mal ein Fazit ziehe, wie viel ich so aufgebraucht habe. Ich werde erstaunt sein, glaube ich, wie wenig das tatsächlich eigentlich ist, ne? So, Körper sauber, das ist die nächste Kategorie, läuft. Habe ich ein Produkt leer gemacht, was ich richtig geil finde. The Ritual of Mehr Energizing Foaming Shower Gel. Oh mein Gott, riecht das gut, oder? Das ist nicht, also das hat nicht lange gehalten. Also das Produkt an sich, ne, das ging halt ruckzuck leer. Aber es war schön. Hat keinen Fluffelpuffelschaum gegeben, aber es war schön. Es hat sauber gemacht, es hat nach Spa geduftet. Diese süß-orange, ich mag eigentlich keine zitrischen Düfte, aber dieses Ritual of Mehr, das macht mir Freude. Das macht mir echt Freude, muss ich sagen. Noch was von Rituals habe ich leer gemacht, das war mit in München. Und dann halt wieder hier, weil das habe ich nicht komplett in München aufgebraucht. Ne? The Ritual of Karma Shower Gel, das war richtig geil. Das mochte ich von Loft sogar noch etwas lieber. Und ja, war halt nur in Anführungsstrichen Shower Gel und kein Foam-Gedönsen, ne? Aber war gut. Also mir hat es gefallen. Würde ich mir tatsächlich, würde ich nachkaufen. Weil das halt so, dieser Ritual of Karma-Duft, der war schon schön da, ne? So, dann habe ich noch was aufgebraucht. Was nehme ich denn jetzt als erstes? Das hier. Das war ein Peeling. Habe ich zwei Peelings leer gemacht? Okay. Okay. Douglas Home Spa Leilani Bliss. Mit Ylang Ylang und Tiare-Blume Regenerating Body Scrub. Fand ich nicht so gut, muss ich wirklich sagen. Also das hatte mir irgendwie, es war halt irgendwie gefühlt Öl pur. Und dann hattest du so ein bisschen dieses Zuckergedönsen mit dabei, was sich natürlich dann irgendwie aufgelöst hat. Und irgendwie, ich mochte die Konsistenz nicht. Das war so, ich bin, also wenn du halt so ein Pöttchen hast, ne, dann bist du unter der Dusche und gehst dann natürlich so rein, um dir was rauszunehmen. Und das lief dann so direkt wieder runter. Ja, genau. Genau so mit diesem Geräusch. Und es war halt nicht so geil. Nee, also das würde ich nicht empfehlen und auch nicht nachkaufen. Da würde ich mir eher dieses hier von Ameliorate kaufen. Wobei ich auch das jetzt nicht so ultimativ fand. Ich fand das okay, aber jetzt nicht mega geil. Ne? Das ist das Smoothing Body Exfoliant mit Alpha-Hydroxy-Therapy. Alles klar, läuft bei dir. War halt irgendwann mal in der Box drin, ne? Habe ich verwendet, habe ich aufgebraucht, wie man offensichtlich sieht. Hat mir ganz gut gefallen. Fand ich auf jeden Fall besser als das von Douglas. Ja, und die Peeling-Partikel, die hier drin waren, kommt hier noch ein bisschen was raus vielleicht. Das ist hier unten noch. Ne, da kommt nichts mehr, ne? Ich kratze das mal hier unten so ein bisschen ab. Die waren sehr, sehr fein. Also das ist im Prinzip so, als würdest du mit Creme über deinen Körper gehen. Jetzt habe ich es am Finger, ne? Läuft. Wo ein bisschen Sand drin ist. Wisst ihr, was ich meine? So von der Konsistenz her. Oder als würdest du, ja quasi vom Backen her, ne? Wenn du gerade so einen Teig hast, der relativ flüssig, aber nicht zu flüssig, sondern noch halbwegs fest ist, sodass es quasi ein Würstchen werden könnte, wenn es aus der Packung kommt. Oh, Claudia, was ist heute mit deinen Beschreibungen los, ne? Genau, wo du halt so dicken Zucker noch mit drin hast. So fühlte sich das an, wie Plätzchenteig halt auch irgendwie, egal. Aber nicht so dick wie Plätzchenteig. Okay, dann habe ich noch ein Bath and Body Produkt leer gemacht von M. Asam. Aromatic Lovely Chai Duschgel. Das hat mir erstaunlicherweise recht gut gefallen. Ich mag eigentlich nicht Chai, aber das hat mir gut gefallen. Jo, das fand ich gut. Jetzt kommen wir zu Körpercreme. Hier ist mein Handy. Wer schreibt denn da? Achso. Ja, ja. Egal. So, Körpercreme, ne? Genau. Da ist auch einiges leer gegangen. Für die Füße habe ich von Margaret Debs, keine Ahnung, wo ich die her habe, Food Lotion. Die fand ich gut.
Nur die war jetzt nicht so ultra nährend, also gerne verwende ich auf meinen Füßen etwas, was so dermaßen nährend ist, dass meine Füße, wenn ich Socken anziehe, immer noch so machen. Weißt du? Das ist so, so finde ich das geil, weil ich halt richtig gerne meine Füße mega pflege. Das hat die jetzt nicht gemacht, aber die hat halt gepflegt. Ja, die hat meinen Füßen auch ganz gut gefallen. Dann habe ich etwas leer gemacht, das habe ich auch auf meinen Oberschenkelinnenseiten und also auf meinen Oberschenkeln allgemein verwendet. Palmer's, das war glaube ich in einer Blessin-Box drin, ich kann es nicht aussprechen. Also es war auf jeden Fall so ein nährendes Vieh, was ganz furchtbar war hier rauszukriegen, wirklich. Es kam immer so in dicken gelben Würsten hier raus und jo, das habe ich mir dann halt, das hat auch komisch gerochen, so ein bisschen nach Honig auch ein Stück weit, ne? Habe ich mir dann, wie gesagt, auf die Oberschenkel gegeben und das hat aber gut genährt. Ja, eine dicke Pflegewirkung hatte das, weil das auch eine dicke Pflege drin hat. Und da ist auch Vitamin E drin, was ja bekanntermaßen auch dieses Schönheitsvitamin ist. Also vielleicht war das genau deswegen genau das Richtige. Man weiß es nicht. Und dann habe ich etwas leer gemacht, was ich für meine Rubies verwendet habe. Und zwar ein sackenteures Produkt, weil ich mir gedacht habe, komm Claudinchen, Dekadenz gönne ich mir. Nein, also im Prinzip hat man ja, dass man die Rubies pflegt oder halt das Dekolleté, eben weil man nicht möchte, dass da Falten entstehen. Und aufgrund dieser Theorie habe ich mir gedacht, alles klar, ich habe ja eine Anti-Aging Body Cream. Dann mache ich die doch drauf. Ja gut, ist von Dr. Barbara Sturm, kostet einen Arsch voll Geld, aber trotzdem. Ich habe meinen Rubies einfach mal gegönnt. Den hat es gefallen. Also das war wirklich eine schöne Pflege, hat mir gefallen, würde ich aber nicht nachkaufen. Da würde ich mir deutlich lieber das hier nachkaufen. Dalton Body Care, ne? Spa Deluxe Velvet Body Butter. Das ist so ein geiles Produkt, Leute. Ich sage euch das. Das ist so ein geiles Herbst-Winter-Produkt, weil das so reichhaltig und pflegend ist. Ich lieb's. Und das ist einfach reichhaltig und pflegend. Das ist toll. Das ist Dalton. Das ist Marine-Kosmetik. Und ich merke einfach, wie meine Haut es liebt, wenn ich sie damit verwöhne. Und das ist halt wirklich wie Spa at Home, ne? Ja, das mag ich. Ja, ist halt so ein Ding, da kannst du einen mit erschlagen, wenn du willst. Wie man hört. Dann habe ich ebenfalls für meine Oberschenkelinnenseiten dieses Produkt von By Terry verwendet. Auch mal wieder so ein bisschen dekadentes Gefühl dabei gehabt. Ein All-Over-Oil. Ich meine, hier steht All-Over drauf. Da mache ich das doch auch auf meine Zellulite drauf, ne? Und auf meine Schwangerschaftsstreifen. Ja, war eher wie so ein Trockenöl, was ich persönlich gut fand. Wirklich. Also wäre das nicht so teuer, würde ich mir das auch wirklich nachkaufen, weil ich das vom Duft her gut fand. Ich fand das auch gut, dass es nicht so fettend war, sondern halt einfach pflegend. Ja, also eigentlich mochte ich das gerne, ne? Aber es war halt so teuer. Ja, dann habe ich eine Handcreme leer gemacht und zwar die The Body Shop Urea Hand Cream. Ja, die hatte ich am Bett liegen, ne? Die hat auch gut genährt, hat aber gestunken. Also Sammy mochte den Duft auch gar nicht. Der ist immer geflohen, wenn ich mir die aufgetragen habe. Aber die hat halt gepflegt. Also gerade wenn ich ist eine Fliege. Wenn ich die halt abends drauf gemacht habe, habe ich das noch richtig gemerkt, dass bis zum Einschlafen einfach noch meine Hände so richtig cremig waren. Also da muss man halt auch dran denken, dass sie nicht so super schnell einzieht, ne? Dann habe ich auch noch etwas für meine Mumu verwendet und zwar von Alverde. Das, ich kann auch Vagina sagen, ich weiß, aber ich finde Mumu hört sich irgendwie freundlicher an. Genauso wie Hupis sich einfach besser anhört als Brüste. Ist so. Ne? Also ich bin jetzt, es haben mir so viele auch immer mal wieder kommentiert, es ist nicht so, als würde ich mich davor scheuen, das auszusprechen, sonst würde ich ja auch keinen Sextoy-Adventskalender auspacken, ne? Ich meine nur. Egal. Auf jeden Fall habe ich für meine, wo war ich? Mumu. Ja, Alverde habe ich ein Gesichtsöl mit Bio-Wildrose für trockene Haut verwendet. Ich habe einfach da meinen Narren dran gefressen, wenn man das mal so sagen darf, dass ich gerne irgendwas Beruhigendes, Ölmäßiges dann quasi auf meine Mu gebe. Eben deswegen, weil, wenn ich mich da rasiert habe oder, keine Ahnung, generell, ne, dass da halt keine Irritationen auftreten und dass einfach dort alles immer schön und geschmeidig und gepflegt ist. Und da hilft mir sowas. Und das ist halt auch wieder so eine schöne Pipettenflasche, die sich hier 1A einreihen kann. Klasse. Dann habe ich hier noch etwas aufgebraucht. Das ist aber eine ganz klassische Ageless Throat and Décolletage Cream. Also die ist halt wirklich für Hals und Dekolleté gedacht von Prei. Und die habe ich mir dann halt auch wirklich auf die Hubis und auf den Hals gegeben. Ja, die fand ich aber gut. Die hat mir ganz gut gefallen.
Genau. Wo wir schon bei sehr reichhaltigen Geschichten sind, habe ich für meine Füße von O'Keefe, hieß dieses Produkt, For Healthy Feet Food Cream verwendet. Und die war richtig geil reichhaltig. Die hat mir auch gut gefallen. Die war sehr fest sogar hier drin, ne? Und ja, die ist ja auch explizit für trockene Füße gedacht. Und das ist ein Produkt, wo ich echt drüber nachdenke, wenn ich kein Fußprodukt mehr hätte, dann würde ich mir sowas nachkaufen. Genau. Dann habe ich hier noch von Alverde eine Körperlotion mit Bio-Lavendel aufgebraucht. Die war in München mit dabei, die war auch ruckzuck leer, ne? Ich mag das ganz gerne, wenn ich halt abends dann auch irgendwelche sehr pflegenden Geschichten habe oder so einlullende Düfte, wie zum Beispiel Lavendel. Und da kam das einfach sehr gut und es hat mir gefallen. Fand ich jetzt von der Pflege her nicht überragend, aber es war in Ordnung, ne? Also es ist halt auch eingezogen, hat jetzt nicht so mega geweißelt. Dieses Produkt habe ich sehr gerne gemocht, aber die Verpackung fand ich furchtbar. Stop the water while using me all natural orange wild herbs body lotion. Ne? Die war halt in so einem Pumper drin. Und ich hatte die Hälfte aufgebraucht und ich kam nicht mehr dran. Also ich bekam nichts mehr raus. Dann habe ich das aufgeschnitten und dann konnte ich halt so dran gehen. Und ja, ne? Das hat die Haut gepflegt. Das mochte ich gerne von dem Pflegeeffekt. Orangenduft war jetzt nicht so ganz so meine Welt. Aber das Produkt an sich hat mir gut gefallen. Also die Wirkung. So, dann habe ich hier noch von CeraVe etwas aufgebraucht, denn als ich meine Hautgeschichte hatte, war ich in der Apotheke und habe gesagt, Mensch, habt ihr da vielleicht irgendwas? Man hat ja, ne, man fragt ja. Und da hat die Dame mir dann diese CeraVe Moisturizing Lotion mitgegeben, die hatten die wohl noch da. Die hat aber nichts gebracht. Die war ja echt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist ja vor allem auch für den Körper und nicht fürs Gesicht gewesen, ne? Also da habe ich mir danach ja ein Bein mit eingecremt oder was, ne? Und dann war das Tübchen auch leer. Hatte jetzt nicht so die Ultrapflege dabei. Ja, war okay. Und bevor wir jetzt weitergehen zu weiteren Produkten, trinke ich mir einen Schluck. So, ich habe hier noch ein paar Düfte. Im Sinne von Hausdüfte, Raumdüfte. Da habe ich zuallererst etwas von Ava & May. Das ist der Ibiza-Duft. Ibiza Spain steht hier drauf. Den hatte ich in der Küche stehen. Der riecht immer noch hier raus. Obwohl die Flasche leer ist. Den mochte ich gerne leiden. Der war echt toll. Der war sehr frisch, sehr zitrisch. Würde ich eher als ein Frühlingsduft bezeichnen oder als Sommerduft. Jo. Waren hier natürlich noch Stäbchen drin, die habe ich jetzt schon entsorgt, ne? Aber ich mochte den. Der war auch lang, also langanhaltend, wirklich. Den hier, den hatte ich im großen Kinderzimmer, wo jetzt unser kleiner Igel drin ist, die Irmgard, ne? Hatte ich den Buddha-Duft von Demeter drin. Da muss ich leider zu sagen, dass der nicht wirklich geduftet hat. Also ich habe da echt nicht viel von gerochen. Das war ein bisschen schade, ne? Cool war natürlich, dass du hier oben diese Stäbchen-Einführungslöcher hattest. Das ging dann alles ein bisschen einfacher. Aber den würde ich jetzt nicht so empfehlen. Der war jetzt nicht so intensiv. Dann habe ich bei unserem Badezimmer, da haben wir so ein Airwick. Geht von alleine los, Vieh. Und ja, da war dieses hier drin. Lifesense, Düfte, die sich verändern. Den mochte ich ganz gerne. Den haben wir auch schon öfters mal nachgekauft. Ne? Das ist ein schönes Teil. Mag ich ganz gerne. Ich finde es auch schön, wenn sowas auf dem Klo einfach ist. Damit es im Badezimmer immer so ein bisschen besser riecht. Ne? Ja, dann habe ich dieses hier. Das ist mega cool. Das hat zwar weniger was mit Raumduft, sondern eher mit Duft für kleine Fliegen zu tun. Vielleicht ist deswegen auch die kleine Fliege hier. Man weiß es nicht. Habe ich letztens erst bei DM gekauft und das ist jetzt seit einer Woche, glaube ich, bei uns in Anwendung. Und da sind schon ein paar Fruchtfliegen gefangen worden. Also nicht so effektiv, wie wenn ich jetzt ja zum Beispiel Apfelessig oder so nehme und das dann mit einem Tropfen spüle und dann so hinstelle. Aber du riechst dieses Zeug nicht und du siehst es nicht wirklich. Und das finde ich halt so cool. Ne? Also empfehlenswert im Prinzip, ja, schon. Dann habe ich hier meine Deep Sleep Pillow Sprays. Da habe ich ein bisschen was aufgebraucht. Einmal das von This Works, das ist aber eine andere Variante. Stress Check Mood Manager. Jo, kam mal uns aufs Kissen, hat mir gut gefallen. Und Rituals, The Ritual of Ying Sleep. Einfach das Deep Sleep Pillow Spray. Das hat uns sehr gut gefallen. So, dann habe ich noch etwas von der lieben Miss Curly Wax aufgebraucht. Miss Curly Jen hat hier einen YouTube-Kanal und sie hat bei Instagram den Miss Curly Wax-Kanal. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da stellt sie nämlich
Duftwachse her. Und da habe ich mir aus unserem Trashy ein bisschen was rausgenommen. Einmal Tonka Beans. Das hat sehr, 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 sehr warm gerochen. Warm. Ich würde es warm nennen. Ja, das fand ich schön. Und Balcony Flower. Auch das mochte ich gerne. Das war aber eher so Richtung Frühjahrduft. Frühjahr, Sommer. Genau. Aber schöne Düfte auf jeden Fall. Zu guter Letzt habe ich noch ein paar Badezimmerprodukte. Ich möchte anfangen mit dem ProClimate Alverde Mundspülungsding. Mochte ich sehr gerne leiden, werde ich mir demnächst nachkaufen. Habe ich jeden Tag verwendet, wirklich. Und das hat meinem Mund sehr gut getan. Also ich habe keine Zahnfleischentzündung oder Irritation oder sowas gehabt. Ne? Das war sehr cool. Ja, ich war ja unterwegs und da habe ich meine Unterwegs-Zahnbürste mitgenommen. Da habe ich hier von Ben & Anna eine. Ich mag überhaupt nicht gerne Holz in meinem Mund zu haben. Und es war ein super merkwürdiges Gefühl, wenn man normalerweise immer elektrische Zahnbürsten verwendet. Jetzt eine Handzahnbürste zu verwenden. Wow. Aber sie hat gut gereinigt. Sie hat mir eigentlich dafür, dass es eine Bambuszahnbürste war, gut gefallen. So. Auf meinem Schminktisch hatte ich hier von BB Weich gepflegt 5-in-1 pflegende Reinigungstücher. Ja, die habe ich jetzt in Swatches entfernen genommen, würde ich aber nicht zum Abschminken empfehlen. Das ist einfach nicht hautfreundlich genug, ne? Ach so, und jetzt? Jetzt willst du nicht mehr schnarchen. Jetzt will ich die Kamera auf dich hält. Okay, das hier hatte ich auch in meinem Schminktisch. Jetzt, ohne Witz, wenn ich rede, dann schnarcht der. Wenn ich die Klappe halte, dann hält er auch seine Klappe. Erwischt. Genau, hier habe ich von Facel die Desinfektionstücher. Verwende ich sowohl für meinen Schminktisch als auch für hier, wenn ich meine Produkte verwendet habe und dann wieder in den Schminkschrank reinstelle. So gehe ich da einfach nochmal mit so einem Abschminktuch, ach Quatsch, mit so einem Desinfektionstuch drüber, damit die Produkte sich länger halten. Und damit einfach alles immer wieder sauber bleibt. Ne? Ist einfach wichtig. Und das letzte Produkt ist von The Body Shop Warm Vanilla Soap Sabon. Hatte ich, glaube ich, letztes Jahr im Adventskalender von The Body Shop drin. Riecht unglaublich gut. Verwende ich zum Händewaschen und auch zum Waschen meiner Pinsel und meiner Beauty-Schwämmchen. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut damit. Also kann ich sehr empfehlen. So. Jetzt ist aber auch gut gewesen hier, oder? Meine Herren, jetzt habe ich mich gut ausgesprochen hier. Ich konnte leider nicht so schnell und flüssig reden, wie ich es normalerweise mache, eben wegen der Erkältung, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, ich werde weiter für euch testen. Ich werde weiter meine Aufgebraucht-Videos für euch drehen, damit ihr auch eine schöne Review bekommen könnt. Denkt auf jeden Fall an den Code von Beautymates, wenn ihr möchtet. Ja, da Claudis Welt, ne? 20% Rabatt, gönnt euch hart. Und ja. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!